Weißes Haus empört mit Migrantenstrategie. Anfang April fordert US-Präsident Trump einreisewillige Migranten zur Umkehr auf. Das Land sei voll. Für diejenigen, die es in die USA geschafft haben, verfolgte das Weiße Haus einem Medienbericht zufolge einen Plan, der offenbar Trumps Gegnern schaden sollte. Das Weiße Haus hat illegale Migranten einem Medienbericht zufolge gezielt in von Demokraten regierten Städten unterbringen wollen. Wie die Washington Post berichtet, sollte damit den politischen Gegnern des republikanischen Präsidenten Donald Trump geschadet werden. Die Opposition verurteilte die Idee als zynisch und grausam. Dem Bericht zufolge brachte das Weiße Haus die Idee erstmals im November ins Gespräch. Sie sollte offenbar auf die sogenannten Sanctuary Cities, Zufluchtsstädte, abzielen, die illegale Einwanderer nicht an die Bundesbehörden ausliefern. Sie haben meist Demokraten als Bürgermeister. Demnach sollten Einwanderer aus Mittelamerika nach ihrer Flucht in kleine und mittlere Zufluchtsstädte gebracht werden. Das Weiße Haus habe der Einwanderungsbehörde Intercity Express mitgeteilt, dass damit sowohl der Platzmangel in Resteinrichtungen bekämpft als auch ein Zeichen an die Demokraten gesandt werden solle. Ein ranghoher Intercity Express-Mitarbeiter lehnte den Plan demnach wegen zahlreicher Bedenken ab und verwies auch auf Public-Relations-Risiken. Als der Vorschlag einige Monate später erneuert worden sei, habe die Behörde ihn als unangebracht zurückgewiesen. An Zynismus nicht zu überbieten. Der Washington Post zufolge gibt es inzwischen eine Stellungnahme des Weißen Hauses, wonach der Plan nicht länger verfolgt wird. Zu den Zielorten der Migranten sollte dem Bericht zufolge auch der Wahlbezirk von Nancy Pelosi gehören, der Chefin der Demokraten.